Deutsche Kriegsgefangene mussten schuften, viele starben durch Willkür. Das dunkle Kapitel der deutsch-französischen Geschichte. Wer dahin gelangte, auf den wurde sofort geschossen. Sie mussten Zwangsarbeit zum Wiederaufbau leisten. Die Städte, die durch britische und amerikanische Bomberstaffeln in Schutt und Asche gelegt wurden, mussten jetzt von deutschen Soldaten neu aufgebaut werden. Arbeitsleistung ins Land zu holen. Es ist die Zeit der Abrechnung. Sie sind der Willkür der Bewacher schutzlos ausgeliefert. Viele werden von Zivilisten gelyncht. Das Wachpersonal schaut weg. Die Franzosen, denen wir begegnet sind, die standen auf der Brücke, warfen Steine oder behinderten die Züge. Die waren sehr, sehr feindlich eingestellt. Obwohl Frankreich Deutschland am 3.9.1939 den Krieg erklärte, taten die Franzosen so, als seien sie grundlos angegriffen worden. Welche Gerechtigkeit bringt es, wenn man den unterworfenen Gegner mit den gleichen Methoden behandelt, die man ihm vorwirft? Wei Victis, wehe dem Besiegten.